Thank you.
freue sich, freue, freue sich, wenn. Und die preisen dich, blumen sich nur lang. Hey, so schön, dass du heute dabei bist, egal ob jetzt am Livestream oder hier vor Ort bei uns im Saal. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es ist der letzte Samstagsgottesdienst in diesem Jahr. Ihr dürft euch kurz setzen. Ich möchte euch was vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, und zwar 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen, mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Hey, ihr dürft wieder aufstehen. Und ich lade euch einfach ein, jetzt mal die Augen zuzumachen und ja, im Gebet jetzt einfach vielleicht die Dinge zu bringen, wo wir denken, dass wir durch Performance einfach besser vor Gott dastehen. Ich lade dich ein, das jetzt einfach loszulassen und wie Maria in diesen Lobpreis mit so einer Haltung zu kommen, ihn zu genießen, ihn anzusehen, ihn zu bestaunen. Er hat vor 2000 Jahren sein Blut für uns vergossen, dass wir heute hier in Freiheit stehen können. Und deshalb wollen wir ihn heute anbeten. Amen. See you.
ist genau hier mit uns. Er steht genau neben dir. Streck dich nach ihm aus. Er möchte zu dir sprechen. Mach deine Ohren auf. Er weiß genau, was auf deinem Herzen ist. Er weiß genau, wie schwer es dir momentan geht. Wie gut es dir geht. Er ist jetzt hier und er hört dir zu. Lass ihn auch zu dir sprechen. Gib ihm Zeit, zu dir zu sprechen. Thank you.
Thank you.
lädt ihn an in alle Herrlichkeit, in alle Ewigkeit. Er ist beständig, er war gestern, er ist heute und alle Ewigkeit. Lasst uns einfach nochmal den Bridge singen. Zu Herrlichkeit in Ewigkeit.
Jesus, Herr, wir erheben dich. Wir erheben dich über alle Unmöglichkeiten, die gerade über uns herfallen. Herr, wir erheben dich über jede Krankheit. Wir erheben dich über jede Sucht, ob stofflich oder nicht stofflich. Herr, wir erheben dich über Gedankengebäude. Wir erheben dich über Lügen in unserem Leben. Und wir sagen, du bist Herr. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Und du thronst im Lobpreis deines Volkes, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du jetzt weiterhin wirkst, Herr, dass diese Anbetungshaltung bleibt, Herr. Führe uns tiefer in die Begegnung mit dir. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank. Okay, bevor wir richtig losstarten, ist jemand heute zum ersten Mal hier in unseren Räumen. Darf er gerade kurz die Hand heben? Vielen Dank. Vielen Dank, super gut. So schön, dass ihr da seid, hier auch noch. Wunderbar. Wenn du unsere Familie hier kennenlernen möchtest, dann laden wir dich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach beim Eingang ist unsere Welcome Lounge. Da sind Mitarbeiter von uns, die würden es lieben, dich kennenzulernen, dass wir dich einfach kurz kennenlernen können. Und vielleicht bist du auch jemand, der schon länger hierher kommt, aber du weißt nicht, was dein nächster Schritt sein könnte. Vielleicht Glaubensgrundkurs, vielleicht Jüngerschaftskurs, vielleicht Bibelschule. Dann komm doch auch in unsere Lounge und wir connecten dich da mit den entsprechenden Leuten. Okay. Wir gehen weiter in der Anbetung, das heißt, wir kommen zum Opfer. Und ich lese vor aus Markus, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44 aus der Elberfelder Übersetzung. Das ist Jesus im Tempel in Jerusalem. Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent. Und er rief sein Jünger herzu und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Hey, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr ab und zu in der Bibel lest. Ich stelle mir das manchmal bildlich vor. Ja, wie das dann wohl aussah, als Jesus im Tempel war. Und mir denkt es früher noch in der evangelischen Kirche, da ist der Opferkasten am Eingang. Und wenn man rausging, hat man dann quasi gesehen, wie die Leute da sich um diesen Opferkasten gesammelt haben und haben halt ihr Geld dann halt da reingeworfen und es hat geklimpert. Ja. Und für heute habe ich einfach gedacht, dass Edmund sich hier hinsetzt und wir da vorne einen Eimer hinmachen. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber Jesus hatte anscheinend kein Problem, das zu beobachten. Ja? Und mir sind 2 Dinge bei diesen Versen aufgefallen. Erstens, ein Opfer darf dich was kosten. Das ist ja schon im Begriff Opfer drin. Nur für uns ist schon so ein Wort, das so gebräuchlich ist. Ja? Im Alten Testament, im Buch Mose steht, ein Opfer darf keinen Fehl haben. Es soll perfekt sein, ja? Wenn sie da Lämmer gebracht haben. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, das Wert deines Opfers hat nichts mit dem Betrag zu tun. Das ist ganz entscheidend. Also uns geht es jetzt hier nicht darum, dass hier möglichst viel Euros in diesem Korb landen, sondern es kommt auf das Herz an. Es kommt darauf an, wie du gibst. Und egal wie hoch der Betrag ist, ich möchte dich einfach ein bisschen herausfordern, lass es echt ein Opfer sein. Wieso? Es ist ein Vertrauenszeichen zu Gott hin, dass wir ihm vertrauen, dass er unser Versorger ist. Und über dem allem möchte ich dir sagen, Gott liebt den fröhlichen Geber. Du hast auch die Möglichkeit, online zu geben. Wir blenden einen QR-Code rein über PayPal oder per Banküberweisung. Ansonsten gehen die Ordner jetzt rum und sammeln ein. Und ich komme zu den Terminen. Momentan ist es ja so, dass wir uns immer anmelden müssen, wenn du in den Gottesdienst kommen möchtest. Bitte tu das weiterhin. Die Gottesdienste am 24. und 31.12. sind bereits voll. Also da musst du dich nicht mehr anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Am 25.12. und am 1.1. wird es kein Gottesdienst geben. Und unser Gemeindebüro wird vom 27.12. bis 2.1.
nicht besetzt sein. Wenn du dich für die Gottesdienste anmelden willst, ab dem 3.1. kannst du das bis zum 23.12. tun. Ja, bis dahin werden Anmeldungen bei uns im Büro angenommen. Dann sind wir schon im nächsten Jahr, und zwar am 18.1. findet hier die Schulung für neue Kleingruppenleiter statt. Momentan ist Semesterpause bei unseren Kleingruppen und das neue Semester startet am 7.2. wieder. Wenn du auf dem Herzen hast, eine Kleingruppe zu starten, dann ist das dieser Tag für dich, der 18.1. Wenn du Interesse hast, bitte den Ralf Glöckner ansprechen, mich ansprechen oder jemand vom Büro. Okay, und bevor ich jetzt den Prediger ansage, möchte ich euch noch daran erinnern, dass wir heute ein Mahl des Herrn feiern, nach der Predigt. Ja, also bleibt dann noch da. Okay, ich darf den Prediger ankündigen. Es ist mir eine besondere Freude, wirklich, das zu tun, weil es ist mein Vater. Ja, und in der Vorbereitung auf die Ankündigung heute habe ich ein Bild bekommen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Erinnert ihr euch manchmal an Bilder aus eurer frühen Kindheit? An Eindrücke, wo ihr hattet, wo ihr einfach Familienszenen ganz bildlich vor dem Kopf habt? Bei mir ist so eine Szene gekommen. Und zwar war ich da circa 10 Jahre alt. Und wir waren in Stuttgart. Und Papa hat uns mit zu einem Gottesdienst genommen. Alle. Papa, hast du uns mitgenommen? Und zwar zum Peter Wenz war das damals. Es war vor über 30 Jahren. Ich war da 10 ungefähr. Ich bin jetzt 42. Und, und ein Bild war für mich tatsächlich sehr eindrücklich. Mein Papa stand da und hat so im Lobpreis gesungen mit seiner Bibel. Ja. Und ich habe das gesehen und habe irgendwie gedacht, da ist irgendwas anders. Irgendwas ist anders ab jetzt. Und es ist tatsächlich so. Jetzt bin ich 42 und Gott kam in diesen Wochen, in Monaten in unser Leben rein. Ich habe es als Kind vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber in diesen 30 Jahren sind viele Sachen passiert. Und Gott hat mit mir eine Reise angefangen, die ich nie erwartet hätte. Und ich bin total dankbar, Papa, dass du damals diese Entscheidung getroffen hast und Gott in unsere Familie reingebracht hast. Danke dafür. Und jetzt darfst du auch schon hochkommen. Halleluja. Passt alles? Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Ja, auf den Tag habe ich mich ganz besonders gefreut, dass ich angekündigt werde als Prediger von meinem Sohn. Amen. Wisst ihr was? Es gibt noch eine Steigerung der Freude, wenn ich ihn ankündige. Amen. Und er predigt. Halleluja. Halleluja. Ja, kommen wir zur Predigt heute Abend. Ich lese 2 Verse. Der erste Vers heißt Matthäus 11, aus dem 2, 28 bis 30. Jesus sagt, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der zweite Vers steht im Kolosserbrief 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Zuhörer, natürlich aus nah und fern vom Livestream. Das Thema dieser Predigt heute Abend heißt Alltagshelden. Diese Predigt ist praktisch eine Fortführung von der glaubensstärkenden Botschaft meiner lieben Schwester Maria von letzten Samstag. Und sie hat damals über Krisensituationen gesprochen, auch in ihrem Leben. Und dass andere und wir Christen auch durch Krisensituationen im Leben hindurchgehen. Und da, ihr Lieben,
Da ist natürlich biblisches Krisenmanagement notwendig, um in diesen Stürmen, wie sie das gebracht hat, den Vergleich mit dem See, den Jüngern auf dem See, um in diesen Lebensstürmen nicht unterzugehen oder zu verzweifeln. Die Botschaft heute gilt also der gleichen Zielgruppe, ja? Deren Glauben, also Brüder, Schwestern, deren Glauben gerade in vielen Schwierigkeiten oder durch viele Schwierigkeiten, Umstände hart auf die Probe gestellt wird. Also ich spreche heute Abend besonders zu eben diesen Menschen im Alltag, die Alleinstehenden, die Geschiedenen, die Einsamen, die Älteren, die gebrechlichen Menschen, die Arbeitslosen, Frauen und Mütter mit Doppelbelastung im Beruf und Kinder im Haushalt und so weiter. Ich rede auch zu solchen, die ihre nächsten Angehörigen gerade aufopferungsvoll pflegen und versorgen müssen. Ich rede zu Witwen, ich rede zu Witwer. Ich rede zu Menschen mit psychischen Problemen, Burnout, mit Depressionen. Ich rede zu allen von euch, die momentan unter der Pandemie mehr oder weniger direkt oder indirekt betroffen sind. Ihr Lieben, es ist hilfreich, am Anfang dieser Predigt zu verstehen, was eben gerade in diesem Begriff Alltagsheld, ja, was da für Aussagen drinstecken. Ich versuche mal so eine Art Definition für euch. Ja? Also das Wort Alltagsheld setzt sich aus den Worten Alltag und Held zusammen. Einfach, ja, klar. Und schon diese Wortgegenüberstellung, also diese Gegenüberstellung von Alltag und Held, das scheint nicht so richtig zusammenzupassen zu wollen. Ja? Das ist wie wenn du zum Nachtisch Salzherrig und Vanillepudding isst. Das passt nicht zusammen, versteht ihr? Der erste Wortteil heißt doch Alltag. Und Alltag, ihr Lieben, bezeichnet in der deutsche Sprache als gleichbleibende Zyklen, habe ich nachgelesen, Wikipedia, als gleichbleibende Zyklen mit immer wiederkehrenden Mustern. Können wir da Amen sagen? Die immer ähnlich sich wiederholen, versteht ihr? Sei es auf der Arbeit, sei es in den familiären Abläufen zu Hause, in der Partnerschaft, in der Kindererziehung, sei es die ganz, ganz normale Tagesroutine, die jeder so hat, Termine, Verpflichtungen, sei es die Versorgung des Lebens, sei es Haushalt, Einkaufen, Arztbesuche und so weiter. Und natürlich vielleicht auch da oder dort der notorische Geldmangel, wenn dein Budget immer schneller fertig ist als der Monat. Und da dazu noch alle Einschränkungen, alle Umstände, die wir haben durch die momentan ablaufende Pandemie. Ihr Lieben, im Allgemeinen wird dem Alltag ja nachgesagt, dass er grau ist, ja, dass er langweilig ist, dass er nervig ist, dass er stressig ist, dass er ermüdend ist, belastend ist. Und im krassen Gegensatz dazu, ihr Lieben, im ganz krassen Gegensatz dazu werden Menschen als Helden bezeichnet, die außerordentliche Dinge leisten. Stimmt's? Ja? Die können Rechnungen vom Finanzamt mit bloßen Händen zerreißen, nicht? Ja. Helden haben oft zu Hause Medaillen, haben Auszeichnungen an den Wänden hängen, bekommen den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg oder Deutschland, ja? Berühmte Persönlichkeiten im öffentlichen Leben, die besonders tapfer sind, die besonders mutig sind, die besonders erfolgreich sind. In der Bibel werden auch Helden erwähnt, ja, werden extra erwähnt und der ganzen christlichen Nachwelt immer wieder wunderbar vorgelegt in den Predigten, was auch wunderbar ist. Es sind die Helden aus Hebräer 11, diese berühmten Glaubenshelden. Ich habe nachgezählt, es sind 17 Stück, immerhin, nicht?
was sich da so angesammelt hat in all den Jahren. Ihr Lieben, als Helden werden Menschen also bezeichnet, die andere sogar ja, aus Todesgefahren retten, sie schützen, Schaden von ihnen abwenden. So richtige Lebensretter. Und das kann sogar im Alltag geschehen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich sowas erlebt. Und zwar war das bei uns in Ödesheim so, wir hatten noch das alte Freibad. Das war noch nicht modernisiert wie heute. Und da waren natürlich Kinder da, es war ein sonniger, warmer Tag. Viele Kinder im Wasser. Und wenn viele Kinder im Wasser sind, ist eine gewisse Gefahr da, dass man vielleicht ein Kind nicht entdeckt, das Schwierigkeiten hat und sich übernommen hat. Tatsächlich war das so. Ein Kind hat sich übernommen, dachte, im tiefen Wasser kann es auch schwimmen und ging nicht und ging unter. Und einer hat es gesehen und wisst ihr, wer das war? Das war der, entschuldigt diesen Begriff, damals war das so, der sogenannte Dorftrottel. Ein Junge, ein älterer Junge, der geistig behindert war, niemand wollte mit ihm zu tun haben, weil er eben komisch war und seltsam. Aber er wurde in diesem Moment zum Lebensretter, zum Held. Er kam in den Zeitungen, in den Nachrichten. Versteht ihr? Mitten im Alltag kann das auch geschehen, so etwas, dass jemand Leben rettet. Wir kennen natürlich Helden, das kennt ihr alle, aus der Literatur, aus den Filmen, aus den Fantasy-Geschichten, aus den Komikheften. Schillernde Helden sind das. Meistens sind es so Weltretter, ja, die alles im Griff haben, die stark und voller Muskeln und natürlich auch im Kopf was haben, ja, und das auch mühelos schaffen. Also zu meiner Zeit war das so Typen, so Helden wie Robin Hood, ja, oder die drei Musketiere oder Odysseus, Batman, Superman, wer kennt sie nicht? Und ihr Lieben, heute heißen die anderen, ich habe mal nachgeguckt, heute haben diese Helden andere Namen. Also einer davon, den kennen wir auch alle, das ist der Harry Potter, dann der Luke Skywalker, der Ponyboy, der Riki-Tiki-Tiki-Tabi-Mann. Also es sind Namen, die sind eh schon seltsam, aber alles Helden für Kinder und Jugendliche. Ihr Lieben, und wie gerne, das könnt ihr mir bestätigen, als Jugendlicher, als Kind, wie gerne hat man sich in diese Rolle dieser Helden so, hat man sich identifiziert, ja, hineingedacht und hat mit ihnen das Ganze durchgelebt, ja, ist in ihre Rolle hineingeschlüpft. Und das hilft tatsächlich manchmal kurzfristig, den grauen Alltag zu vergessen. Hat allerdings die Gefahr, dass man Parallelwelten und Scheinwelten aufbaut. Gerade digitale Scheinwelten sind zurzeit ein großes Problem für viele Kinder und Jugendliche. Aber mal ehrlich, wer von uns wäre nicht gerne ein Held, ein Befreier, ein Retter, so ein richtiger Everybody's Darling? Ja? Doch unsere Lebensrealität fällt vielfach sehr ernüchternd aus. Statt Heldentaten verbringen wir oder müssen wir viel Zeit verbringen mit anderen Dingen, banalen Dingen, mit dem Haushalt, mit Kochen, mit Waschen, mit Bügeln, Windeln, Wechseln und so weiter. Mit Hausaufgaben machen, mit nervigen, ungeduldigen Kindern. Streit muss man schlichten, ja. Man muss komplizierte Steuererklärungen ausfüllen. Und so weiter. Das ist unser Alltag, unser grauer Alltag. Wenig heldenhaft. Und trotzdem werden zwei so gegensätzliche Begriffe in einem Wort zusammengesetzt. Alltagsheld. Also ich denke, ihr Lieben, mit der folgenden Definition können wir alle ganz gut leben, du und ich, ja dazu sagen. Der Begriff Alltagsheld stellt keine Auszeichnungen für besondere Leistungen dar, sondern, jetzt kommt's, sondern ist eine Anerkennung für ausgehaltene Belastung. Das ist ganz wichtig. Für ausgehaltene Belastung und Stress in vielen Widrigkeiten und schwierigen Lebensumständen. Und ihr Lieben, und genau diesen Alltagshelden gilt heute Abend meine Aufmerksamkeit, mein ganzer Respekt gilt diese Predigt, gilt diese Botschaft.
Und wisst ihr was? Gott, unser Gott, liebt diese Alltagshelden wie du und ich. Ja, er widmet ihnen im höchsten Maße Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe, Trost und Hilfe, wenn ihr das Leben Jesu anschaut. Er ging nicht zu den Reichen und Mächtigen. Er ging zu den Alltagshelden, die sich durchkämpfen mussten in ihrem Leben, denen es an vielen Dingen mangelte, ja, die nicht angesehen waren, die nicht in der Öffentlichkeit groß rauskamen, die nicht den großen Namen hatten. Es sind im Laufe dieser Pandemie ist dieser Begriff Alltagsheld zu einem ganz neuen Begriff geworden. Und zwar bezeichnet man ja Alltagshelden alle Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen. Es sind Menschen in medizinisch-pflegerischen Berufen, in sozialen Berufen, in Versorgungsberufen, in Dienstleiterberufsgruppen. Ich habe nachgezählt, es sind über 60 Berufsgruppen. Und dann lieben wir für diese Alltagshelden, das muss man mal einfach auch mal vor Augen sehen oder einfach mal dran denken. Für diese Alltagshelden, da gibt es kein Homeoffice, da gibt es keine Kurzarbeit, sondern mehr Arbeit. Und trotz Krise, trotz Ansteckungsgefahr, trotz Mundschutzpflicht und umständlichen Hygienemaßnahmen, täglich Höchstleistungen werden von ihnen verlangt. Ihr Lieben, das sind Alltagshelden in diesen systemrelevanten Berufen. Und ich möchte einfach mal auch fragen heute Abend, es sind Menschen hier, die in diesen systemrelevanten Berufen zurzeit richtige Alltagshelden sind. Da kann man mal vielleicht Hand heben. Danke, danke, danke. Ihr Lieben, das, finde ich, verdient unsere größte Wertschätzung, unsere größte Anerkennung und unser größter Respekt. Ihr Lieben, ein Sprichwort sagt, früher, ja, da war doch alles besser, nicht? Heute hört man oft von Menschen, wie sie von Arbeitslast und Familienversorgung gestresst sind, ja, wie sie überlastet sind. Man hört oft den Slogan, ich bin reich für die Insel, ja, es reicht. Ich war ja auch 40 Jahre in der Arbeitswelt. Also da war der Montag noch nicht vorbei, dann sehnten sich die meisten schon nach dem Wochenende, ja, weil alles so schwer war, alles so anstrengend war, nicht? Es ist eben nicht so, ihr Lieben, früher war nicht alles besser. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr Lieben, da waren die Lebensumstände viel anstrengender, viel belastender und frustrierender auch. Ich möchte euch mal erinnern, vor 100 Jahren, ich spreche von unserem Land, hier in diesem Land, vor 100 Jahren hatten die meisten Haushalte keine Zentralheizung. Es ist momentan 0 Grad nachts und wenn du aufstehst, drückst du auf das Knöpfle und es wird alles kuschelig warm, nicht? Gab es vor 100 Jahren nicht. Linda, gab es kein fließend warmes Wasser. Kaltes schon, das gab es schon, aber nicht fließend warmes Wasser. Da gab es keine Spülmaschine. Da gab es keinen Rasenmäherroboter. Kannst du dir das noch vorstellen, ja? Da gab es keinen Supermarkt, wo man so schnell noch eben eine Fertigpizza holt, weil die Zeit zum Kochen mal wieder nicht gereicht hat. Ihr Lieben, lasst uns jetzt miteinander in eine Zeit zurückgehen, wo viele Menschen in der Bibel wir antreffen werden, die noch viel, viel weniger Annehmlichkeiten hatten als die Menschen vor 100 Jahren. Es ist die Welt des Neuen Testaments. Das ist ein eigenes Thema in der Bibelschule, das ich ja auch unterrichte. Und da schlagen wir mal auf die Weihnachtsgeschichte. Weil er bald Weihnachten ist. Amen. Amen. Wisst ihr, die Menschen im biblischen Kernland,
um Zion herum, die litten lange, lange schon unter Armut, unter Unterdrückung, unter heftigen Steuerabgaben von der römischen Besatzung. Von den wenigen Einkommen, das sie hatten, mussten sie auch noch viel, viel hergeben. Ihr Alltag war anstrengend, beschwerlich, kräftezehrend. Es war oft ein echter Überlebenskampf. Versteht ihr? Die Menschen damals hatten keine Rente, keine Sozialversicherung, keine Altersvorsorge. Sie hatten keinen Impfschutz vor den damaligen fürchterlichen Pandemien, die um die ganzen Weltkreis gingen. Da gab es noch Cholera, Pocken, Diphtherie, Pest. Und seit der letzten Bekanntmachung, der letzten Prophetie, der prophetischen Stimme in Israel waren 600 Jahre vergangen. Keine mutmachende Prophetie kam mehr zum Volk. Jesaja hat ihn angekündigt, den Messias. Maleachi auch noch einmal. Und dann 600 Jahre nichts. Nichts. Nur beschwerlicher Alltag. Nur karges Leben. Man lebte von Hand in den Mund. Die lebten alle dort damals von der Landwirtschaft, von dem, was sie anbauten. Müsst ihr euch mal vorstellen. Da kamen aber auch Zeiten, da blieb der Regen aus. Dann gab es Dürren, dann gab es Hungersnöte. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass es eine Zeit gab, wo die erste Gemeinde betroffen war von Hungersnot. Und ihr Lieben, das redet sich jetzt einfach so daher, was ich da sage. Aber das muss man mal aushalten, wenn man als Mutter und Vater für den nächsten Tag für seine Kinder nichts zu essen hat. Nichts kochen kann. Versteht ihr, diese damalige Welt, die dürfen wir nicht romantisch verbrämt sehen. Es war nicht so. Das Durchschnittsalter zu Jesu Zeiten betrug, und jetzt passt auf, eine hohe Schätzung war mal 50 Jahre. Aber Ethnologen haben anhand von Skelettgefunden festgestellt, dass die Lebenserwartung eher darunter lag. 30 Jahre, 40 Jahre. Nur 10% der Bevölkerung wurden 60 Jahre alt. Daran sieht man und erkennt man schon, und darf dankbar sein, wie gut es uns heute geht. Unsere Lebenserwartung ist um einiges höher. Ja? 80, 70, 80 Jahre. Ja? Ihr Lieben, es war eine schwere Zeit. Der Messias blieb aus. Doch auf einmal ist alles ganz anders. Halleluja! Jetzt erfüllt sich die Zeit, sagt die Schrift. Das Weihnachtswunder konnte geschehen. Und ihr Lieben, Gott benutzte Menschen wie du und ich in ihrem grauen, in ihrem beschwerlichen Alltag, um das helle Licht des Messias in die Dunkelheit der Völker zu bringen. Wir begegnen jetzt Personen, die da entscheidende Rollen gespielt haben. Es sind zum einen Zacharias und seine Frau Elisabeth, Josef, Maria, die Hirten, der alte Simeon, die hochbetagte Hanna im Tempel. Alles, ihr Lieben, eigentlich recht unscheinbare, von der Öffentlichkeit wenig beachtete und wenig geachtete Menschen. Nur einer hat sie geachtet und beachtet und gebraucht sie, um seinen wunderbaren Erlösungsplan durch die Sendung seines Sohnes in diese Welt voranzubringen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wir finden diese Alltagshelden eben in dieser Weihnachtsgeschichte von Lukas. Schauen wir auch doch mal zuerst nach Zacharias und Elisabeth. Lukas 1, 5 bis 25. Und in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, war ein Priester mit Namen Zacharias
aus der Abteilung Abias. Der hatte eine Frau von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten in allen Geboten und Rechten des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar und beide waren recht betagt. Machen wir mal einen kleinen Stopp. Unerfüllter Kinderwunsch galt damals, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, als ungesegnet. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Es war für eine israelitische Frau eine große Schmach, wenn nicht sogar Schande, ja, keine Kinder zu bekommen. Und versteht ihr, sie waren hochbetagt. Sie waren, das Alter war schon vorangeschritten. Da gab es wenig Aussicht. Oder überhaupt keine mehr. Dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange die gebetet haben? Wie viele Jahre, Jahrzehnte sie gefleht haben? Er war Priester von der Gruppe Abia. Diese Priester, es waren so viele und so viele Untergruppen, dass es oft gar nicht vorkam, dass ein Priester in seinem Leben auch mal dran war, in den Tempel zu gehen, das Opfer darzubringen. Und Zacharias hatte eigentlich Glück, dass er dran war. Das war im Prinzip für jeden Priester der Höhepunkt des Lebens, Opfer darzubringen. Versteht ihr? Er tat einen geistlichen Dienst. Ich sage euch mal was, im Geheimen, geistliche Leiter werden von Schwierigkeiten, von Familiensorgen nicht gemieden. Haben sie genauso wie du und ich. Auch sie haben ihre Kämpfe, auch sie haben ihre Nöte, auch sie haben ihre Schwierigkeiten, unerfüllte Gebete. Machen wir weiter. Es begab sich aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete zur Zeit, als seine Abteilung an der Reihe kam, Halleluja, er war endlich an der Reihe, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehe und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, stehend zur Rechten des Räucheraltars, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Halleluja. Und dann, Zacharias sprach zu dem Engel Folgendes. Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist recht betagt. Hier macht er einen großen Fehler. Einen ganz großen Fehler. Das werden wir noch sehen. Nicht? Ja? Er hatte Zweifel. Er hatte keinen Glauben mehr. Aber ihr Lieben, versetzt euch doch mal in diese Lage. Vielleicht ist jemand unter uns, der schon jahrzehntelang oder jahrelang betet für eine Sache und es tut sich nichts. Da kommen doch irgendwann einmal bestimmte Zweifel hoch. Versteht ihr? Das ist doch nichts Fremdes. Das ist doch sogar verständlich. Allerdings, wem viel gegeben ist, sagt die Schrift, von dem wird viel verlangt. Einem Priester ist viel gegeben. Ja. Maria hat später auch gesagt, wie soll das zugehen? Ich weiß von keinem Manne etwas. Der würde das vergeben. Ja. Aber jetzt wird es schwierig für ihn. Ja. Jetzt kommt ein bisschen eine kleine Ermahnung. Ja. Du Priester Zacharias. Ja. Ja.
Also er stellt da die Frage. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und hingesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis an den Tag, da dieses geschehen wird. Darum, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat mir der Herr getan in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach, da kommt dieses Wort Schmach, ja, um meine Schmach unter den Menschen hinweg zu nehmen. Lukas 1, 31 lesen wir weiter. Moment, war mal richtig hier. Jetzt kommen wir. Vers 26. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa nach Nazareth gesandt. Entschuldigung, geht ab 26 weiter. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein? Also kommt auch ihr Zweifel, ja? Wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Können wir das mal nochmal hören? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel erschied von ihr. Halleluja. Lieben Maria und Josef, was haben sie durchlebt, was haben sie durchlitten? Trotz höchster Berufung. Ja, später wird uns Matthäus Evangelium noch erklärt. Das war nicht nur, dass sie keine Herberge fanden, dass sie einen beschwerlichen Weg hinter sich hatten, dass sie keinen Platz fanden, um das Kind zur Welt zu bringen. Sie mussten später mit einem Kleinkind nach Ägypten fliehen, weil Verfolgung da war, weil da einer da war, der die Erstgeborenen töten wollte in Bethlehem. Und da erschien ihm im Traum Josef ein Engel und sagte: Geh nach Ägypten, bis die Verhältnisse wieder besser werden. Aber wisst ihr, die hatten damals keine Autos, geschweige Kutschen oder sonst was. Mit einem Kleinkind nach Ägypten, ihr müsst euch mal die Strecke anschauen und wieder zurück. Das sind Alltagshelden. Und da braucht man auch Glauben, dass das Gottes Wille und Gottes Weg ist. Ihr Lieben, und der Engel Gabriel, der gab ja der Maria einen ganz wichtigen Tipp, ja, so zur Erbauung, so zur Stärkung, ja, wo sie die anstrengende Zeit der ersten Schwangerschaft mit einer ebenfalls schwangeren Verwandten so verbringen kann. Und eigentlich ist das ein ganz normaler Verwandtschaftsbesuch, der da jetzt im Anschluss kommt, mit ganz freudigem Anlass und gegenseitigen Ratschlägen, so von schwangerer Frau zu schwangerer Frau. Alle Frauen, die schon mal schwanger waren, ja, man trifft sich gern mit Freunden oder Freundinnen oder sowas, ja, eben mit Frauen aus der Bekanntschaft, Verwandtschaft, die vielleicht auch gerade schwanger waren oder eine Schwangerschaft hinter sich hatten. Da will man Ratschläge haben, da will man erfahren, wie das und so ist, nicht? Unter Frauen. Wir Männer sind da außen vor. Aber auch hier, Lieben, in dieser Alltagssituation, als die Maria zu Elisabeth kam in dieses Haus hinein, da geschahen erstaunliche übernatürliche Dinge durch den Heiligen Geist. Lukas 1, 39.
bis 41. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste in das Gebirge, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Passt auf. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt. Wow. Wow. Ein Besuch, ein Verwandtenbesuch, zwei schwangere Frauen, ich. Und da kommt etwas hinein, mit dem niemand gerechnet hat. Elisabeth wird mit heiligem Geist erfüllt. Amen. Ihr lieben Frauen, ich habe eine sehr entspannende Nachricht für euch. Ihr besteht nicht nur auf Bauch, Beine, Po, sondern ihr habt einen inwendigen Menschen von Gott bekommen, den er zu einem Tempel des Heiligen Geistes machen möchte. Halleluja! Amen. Amen. Das ist eure Wertigkeit vor Gott, nicht das Aussehen. Versteht ihr? Ja, und das war ja noch nicht alles, nicht? Dann kommen die zusammen, die zwei umarmen sich, wie man sich so umarmt unter Verwandten. Bauch an Bauch, oder soll ich mal medizinisch korrekter sagen, Plazenta an Plazenta. Dann springt der Heilige Geist über auf das Kind und es hüpfte im Mutterbauch. Johannes wird schon, das ist der einzige Mensch, der im Mutterbauch schon von Heiligem Geist erfüllt wird. Findest du sonst nirgends in der Bibel. Übernatürliche Dinge können im Alltag entstehen. In ganz alltäglichen Situationen können sie geschehen. Halleluja! Da ist Gott dabei, versteht ihr? Die Hirten. Die müssen wir auch noch kurz anschauen. Lukas 2. Lukas 2. 8. Ab Vers 8. Und es waren Hirten der derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten des Nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel der Menge die himmlischen Heerscharen, sie lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter allen Menschen seines Wohlgefallens. Und es begab sich, als die Engel von ihnen, also von den Hirten, in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sprachen, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen und was da geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen schnell und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Hirten, ihr Lieben, war in der israelischen Gesellschaft, das waren die absoluten Aber-Outlaws. Die galten als unrein, weil sie mit den Tieren so nahes Kontakt hatten. Sie galten als unrein, sie galten als ungebildet. Sie galten als Menschen, denen man keinen Kontakt hat. Sie waren Menschen, die hat man gemieden wie die Pest. Man wollte nicht mit ihnen irgendwie in einer Art und Weise Kontakt haben. Aber Gott nicht. Gott wollte es. Den Engel Martha hat das nichts ausgemacht. Er kam zu dem Abschaum Israels, zu den Hirten. Diese Engelscharen. Und wisst ihr was? Haben wir gerade gelesen. Gott hat nicht die großen Apostel. Er hat nicht die großen Prediger. Zuerst berufen, evangelistisch tätig zu sein, sondern er hat es den Hirten gegeben. Die Hirten waren die Ersten, die die frohe Botschaft in Israel verkündigt haben. Versteht ihr, wie Gott das Niedrige erhebt und sie zu seinen Perlen macht, zu seinen Werkzeugen, um sein Reich zu bauen. Halleluja.
Hier sehen wir wieder, ihr Lieben, dieses Prinzip Gottes, wie er seine Botschaft der Errettung nicht den angesehenen Leuten, den mächtigen Leuten, den Helden, den Klugen anvertraut, sondern es ist so geschehen, wie Paulus schreibt, 1. Korinther 1, 27, 28, es ist so geschehen, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete sogar, ja, das Verachtete hat Gott erwählt, dass das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, fühlst du dich im Alltag manchmal schwach, nicht beachtet, sogar minderwertig, klein, unbeachtet? Dann möchte ich dir heute Abend sagen, bist du Gottes Lieblingsbotschafter für sein Evangelium. In seinem Dienst hier auf Erden, ihr Lieben, hat sich Jesus immer besonders um die Schwachen, die Armen, den Bedürftigen, den Kranken, den Einsamen, den Sündern, den Versagern zugewandt. Und lasst euch mal sagen, auch seine Jünger waren keine Helden, sondern Versager, als sie in seiner Schule waren. Sie wurden erst Helden, als der Heilige Geist sie erfasst hat an Pfingsten. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, auch die Jünger hatten Alltagssorgen und Probleme. Doch der Kraftempfang des Heiligen Geistes hat ihre ganze Lebenswelt verändert, auf den Kopf gestellt. Obwohl sie keine systemrelevante Berufe ausüben. Sie waren Fischer, nicht? Ja. Sogar Steuereintreiber war dabei, nicht? Und dann so ein Aufmöpfiger, ja? Ein Widerständler. Ja. Sie waren nicht hochgebildet. Ja. Und jetzt könnte ich ja noch den alten Simeon bringen, nachdem Jesus das Kind in den Tempel gebracht wird, um Gott geweiht zu werden. Ja, hochbetagt, sagt die Schrift. Oder ich könnte noch die Hanna bringen, auch hochbetagt. Ja? Und beide haben von Gott die Nachricht bekommen, sie werden den Heiland sehen. Ja? Und gingen daraufhin in den Tempel, ihr Lieben. Und Gott hat ihnen dieses Privileg gegeben, vor ihrem Tod, diesen Menschen, die so beschwerliches Leben führten, im Alter, wenn man gebrechlich wird. Ja? Sie gingen aber in den Tempel, wenn Gott ruft, ihr Lieben, dann geh. Okay, Zacharias hatte vielleicht so etwas wie einen systemrelevanten Beruf im Reich Gottes als Priester, ja. Er hat aber dann, wie schon gesehen, durch Zweifel und Unglauben, theologisch gesehen, ein ziemliches Waterloo erlebt, ja. Aber ihr Lieben, das Schöne im Reich Gottes ist, dass grundsätzlich jeder, Mann und Frau, in jeder Lebenssituation berufen ist. Dort in seinem Alltag, in seiner momentanen Lebenssituation, in deiner, bist du für Gottes Reich systemrelevant. Verstehst du? Amen. 1. Korinther 7, 17, 20 und 24. Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat, wie Gott einem jeden berufen hat. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Liebe Brüder und Schwestern natürlich, ein jeder bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Das heißt, ihr Lieben, genau in deiner momentanen Lebenssituation, wo du dich gerade so, ja, lebst, eben darin bist, bist du vor Gott systemrelevant in Christus. Du bist am rechten Platz, auch wenn dein Alltag zugegebenerweise manchmal beschwerlich ist, ja, und weiterhin vielleicht sogar belastend ist. Lass dich dadurch nicht beirren. Ihr Lieben, das heißt natürlich nicht, dass der Wunsch nach einer besseren Lebensbedingung, nach einem schöneren Alltag vor Gott etwas Unrechtes wäre. Du kannst das im Gebet hinlegen, wenn dein Alltag sehr beschwerlich ist, wenn da gerade eben alles nicht rund läuft und so weiter, ja. In Vers 21 sagt Paulus, bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Seht ihr, das ist vor Gott okay.
deinen Alltag zu verbessern, ist okay, wenn es in deiner Macht steht. Wenn es aber nicht in deiner Macht steht, dann sagt Gott zu dir heute Abend, sei ohne Sorge. Sei ohne Sorge. Es ist okay. Du bist da auch richtig. Ich liebe dich genauso wie dein Nachbar, dem es viel besser geht vielleicht und der nicht an Gott glaubt. Der seelsorgliche Ratschlag, ihr Lieben, ist einfach wunderbar. Sei ohne Sorge. Doch wenn du etwas ändern kannst, dann sagt das Wort, dann mach es. Ja? Dann mach es. Wenn du etwas zum Guten ändern kannst, dann mach es. Amen. All eure Sorgen werfet auf ihn, sagt die Schrift. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten in Gebet und Danksagen zu Gott hochsteigen. Meine Frau, wenn sie morgens mich sieht am Frühstück, sagt sie, hast du schon die Nachrichten angehört? Dann sage ich immer nein. Ich muss immer zuerst die guten Nachrichten zu mir nehmen, bevor ich die schlechten ertragen kann. Versteht ihr? Mein Tagesablauf fängt nicht mit Jammern an, sondern mit Lobpreis und Anbetung. Weil die Freude am Herrn unsere Kraft und Stärke ist. Halleluja. Halleluja. Gut. Ihr Lieben, vor Gott gelten auch die ganz normalen alltäglichen Dinge als ein Gottesdienst. Wusstest du das? Ein Dienst an der Familie. Am nächsten, ihr Lieben, das nennt die Bibel verborgene Dienste in der Gemeinde. Gibt es die auch? Alles, was nicht so im Rampenlicht geschieht, alles, was getan wird, so im Verborgenen, ohne dass das großartig jemand sieht, wie zum Beispiel unsere wunderbare Techniker da hinten. Ja? Ich bin so froh, dass ich zu Ihnen kommen kann und meine Sachen gebe und die machen das toll, die machen das super, damit ich überhaupt hier predigen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja? Unabhängig aber von allen Alltagssituationen kann Gott dich gebrauchen. In einem jeden, sagt der Schrift, in einem jeden, der in einem irgendeinem Alltag ist, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Stimmt's? Amen. 1. Korinther 12, 7. Ja? Ihr Lieben, das müssen keine großen Heldentaten sein. Ja? Jeder kleine Liebesdienst im Namen Jesu ist systemrelevant in Gottes Reich und in seiner Gemeinde. Wusstest du das? Er registriert sogar ein Glas Wasser, das in der Liebe Jesu gereicht wird. Danke, Erika, dass du das Wasser von gegeben hast. Jesus hat es gesehen. Halleluja. Ihr Lieben, wir finden in der Bibel viele Menschen, die trotz schwierigen Lebensumständen solche Liebesdienste getan haben. Zum Beispiel während Jesu diente hier auf Erden, waren viele Frauen um ihn herum. Lesen wir mal von ihnen. Lukas 8, 1 bis 3. Und es begab sich danach, dass er durch die Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Die 12, nicht die Männer. Ja. Dazu, jetzt kommt was. Einige Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten befreit hat, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Kutschas, eines Verwalters des Herodes. Die Frau war mutig. Die kam vom Herodes, seiner direkten Umgebung. Nicht? Ja. Und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Verborgene Dienste erleben. In Apostelgeschichte 9, 36 und 39 begegnet uns so eine Frau. In Joppe, also Apostelgeschichte 9, 36, in Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Sie wurde dann krank, so wird es weitergeschrieben, sie starb sogar. Petrus wurde von dieser Sache berichtet, der war nämlich gerade so in der Nähe. Und in Vers 39 lesen wir, Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hineingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm und weinten und zeigten ihnen die Röcke und die Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Was für ein wunderbarer, gesegneter Dienst. Sie hat die Witwen und Waisen versorgt. Das gab es damals sehr viele in Israel.
sehr viele. Welch ein wunderbarer Dienst sie getan hat, ihr Lieben. Kann man nur sagen, Chapeau. Sie taucht nicht in Hebräer 11 bei den Glaubenshelden auf. Halleluja. Ihr Lieben, Gott sagt mein und dein Bibel, sieht in das Verborgene. Er sieht in das Verborgene hinein. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Ratschläge für Alltagshelden geben, die ihr im Verborgenen eure kleinen und großen Dinge tut. Wisst ihr, jeder von euch kennt doch die großen Bergsteiger da, die den Mount Everest da bestiegen haben, ja, und so alles, ja. Wisst ihr, was die richtigen Helden sind? Das sind die Sherpas. Die Sherpas, die Lastenträger, das sind kleine, dünne, drahtige Menschen, die das 2-, 3-, 4-fache der Last tragen, damit da ein paar groß rauskommen, versteht ihr? Die wahren Helden seid ihr, wenn ihr im Verborgenen helft, auch Lasten zu tragen. Die Bibel sagt, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst, in Römer 12. Ja, und wie geht das? Wie macht man das im Alltag? Ich komme zum Schluss so langsam. Ihr Lieben, zu allen zeitraubenden, anstrengenden Alltagstätigkeiten, heißt das, muss ich noch viel Bibel lesen und viel beten? Nee. Der biblische Ratschlag ist sehr befreiend und sehr entspannend. Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, christlicher Lebensstil ist für Paulus im Alltag kein zusätzlicher Auftrag. Nein, er findet eben nicht extra statt. Wir leben das Christsein mittendrin im Alltag, versteht ihr? In dieser Welt, in deiner Lebenssituation. Alles sagt das Wort Gottes, was ihr tut, im Namen Jesu. Im Namen Jesu den Alltag leben bedeutet, sich immer in Verbindung mit Jesus bewusst sein. Das heißt, ihn überall mit hineinnehmen, in allen Erledigungen und Herausforderungen, in allen Lebenssituationen. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Ihr Lieben, das geht auch ohne stundenlange Gebete und Bibellesen, obwohl das auch gut ist, ja? Jesus ist nicht abstrakt. Maria hat letzten Samstag gesagt, ist das zu abstrakt für euch, für euren Alltag? Nein. Ihr Lieben, Jesus ist real. Er lebt und ist durch den Heiligen Geist bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Alltagsleben wird nicht erst durch große Heldentaten christlich. Es wird durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus christlich. Diese Beziehung, ihr Lieben, motiviert und belebt gerade deinen schweren Alltag und gibt dir genügend Kraft. Die ganze Bibel ist voller Verheißungen für Kraft, für übernatürliche Kraft in der Arbeit, in den Belastungszeiten. Ich möchte nur eines sagen, die Zeit ist knapp. Psalm 138, 3, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Die anderen erspare ich, das sind zu viel. Lieben, die göttliche Kraft fließt in dir, wenn du Jesus mitten im Alltag immer mal wieder einen Moment gibst, kurz innehältst, ein kurzes Stoßgebet, ein Loblied, ein Anbetungslied vom Heiligen Geist schenken lässt. Wenn du in Zungen betest, denn Paulus sagt in 1. Korinther 14, wer in Zungen betet, er baut sich selber. Amen. Wenn du einen inspirierenden Vers aus der Bibel mit in den Alltag nimmst oder aus der letzten Predigt. Amen. Gut, sei noch da. Bin gleich fertig. Einfach mal eine Auszeit nehmen mit Jesus und begreifen, dass es neben deiner kleinen und schwierigen Welt noch das unendliche Reich Gottes gibt. Ein Reich, in dem du jetzt schon lebst, als Königskind. Von Gott unendlich geliebt und von Gott unendlich wertvoll geachtet. Göttliche Liebe fließt durch deine Adern. Du bist begnadigt, du bist angenommen. Und das, ihr Lieben, das bringt ganz, ganz viel warmes Licht in deinen grauen Alltag. Dein Messias, dein Erretter, dein Erlöser, dein guter Hirte lädt dich jeden Tag ein. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir.
Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bringe euch keine unerträgliche Last. Amen. Der Gottesdienst ist vorbei. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugeschaltet hast. Wenn du Gebet möchtest, dann wollen wir für dich da sein. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr unter der Nummer 07231 455 872 erreichbar. Oder du schreibst uns einfach eine E-Mail an gebet@missionswerk-sdf.de. Und wenn das nicht ausgereicht hat, dann kannst du einfach auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde klicken. Dort sind weitere Predigten und Bibelschulthemen hinterlegt. Du kannst aber auch einfach persönlich vorbeischauen. Unsere Gottesdienste finden Samstag 18.30 Uhr statt und auch Sonntag um 10 Uhr. Aber aufgrund der Umstände ist es wichtig, dass man sich anmeldet. Bitte melde dich an unter der E-Mail info@missionswerk-stf.de. Hey, und wenn du unsere Gemeinde noch ein bisschen persönlicher kennenlernen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, einfach auf unserem Instagram-Kanal oder unserem Facebook-Kanal vorbeizuschauen. Sei gesegnet!